Stimmt, also ich wollte nur über Krypto labern. Finde ich auch ein sehr schwieriges Thema, über Krypto zu reden. Also aktuell glaube ich, zumindest aus meiner Erfahrung, aktuell ist es so schlimm wie noch nie. Und schlimm muss jetzt nicht unbedingt negativ bzw. positiv sein. Das kann sich jeder so denken, wie er möchte. Aber aktuell postet jeder irgendwie, also hier posten auch auf einmal Hunderttausende von Leute gefühlt in Deutschland auf TikTok und auf anderen Plattformen. Dieser Coin ist es, der macht 200% in den nächsten 2 Wochen. Aber prinzipiell für den gesamten Markt ist es natürlich nicht schlecht, weil sehr viele Leute dadurch Geld investieren, den Markt an für sich vielleicht auch ein wenig belebt natürlich, aber sehr viele werden halt auch sehr viel Geld verlieren. Und wir können jetzt darüber reden, was ist sehr viel Geld? Sind 200 € sehr viel Geld oder 2000 sehr viel Geld? Das ist ja natürlich je nachdem, was ihr für einen Lebensstil habt oder was ihr verdient. Das Problem ist so, viele nutzen eure Gutgläubigkeit aus. Es ist am Ende des Tages Angebot und Nachfrage. Wenn viel angeboten wird, aber die Nachfrage ist nicht da, dann wird es für günstig weggegeben. Ist die Nachfrage aber so groß und je nachdem natürlich auch unabhängig von welchem Coin, wenn wir es jetzt aufs Kryptogeschäft beziehen, ist die Nachfrage sehr groß, wird der Preis in den meisten Fällen auch teurer. Das ist genauso wie im Einzelhandel mit whatever, mit Elektroartikeln und, wie bei Immobilien, bei allem. Das heißt, 85% der Idioten, die euch erzählen, kauft die und die Kryptowährung, haben selber in diese Kryptowährung natürlich auch investiert und erhoffen sich in erster Linie natürlich dadurch, dass sie euch diesen Ratschlag geben, dort rein zu investieren. Natürlich gibt es auch gute Ratschläge, so ist es nicht. Aber oftmals sind die Leute an erster Stelle nur auf Profit für sich aus. Denen ist das vollkommen scheißegal, ob ihr Geld verliert oder nicht. Das ist denen völlig scheißegal. Wenn ihr die Möglichkeit, angenommen, ihr habt jetzt ein gutes Leben, ihr verdient ein paar Tausender im Monat mit einem guten Job und ihr habt ein bisschen gespart und ihr bezahlt, könnt euren Kühlschrank füllen, Miete bezahlen, dann spricht da ja auch nichts gegen, wenn ihr mal in etwas investiert, mit dem ihr euch nicht so gut auskennt und ein bisschen Risiko eingeht. Das ist im Grunde ja, Glücksspiel im Grunde. Und solange man das einsetzt, was man auch bereit ist zu verlieren, spricht da auch nichts gegen. Ich werde jetzt bewusst natürlich nicht sagen, welchen Coin. Ich habe jetzt auch vor kurzem einfach mal auf gut Glück in den Coin, mit dem ich mich wenig befasst habe, der aber relativ günstig war, einfach mal auf gut Glück ein bisschen was reingesteckt. Wenn ich das aber verliere, dann tut mir das zwar weh, aber es wird mich finanziell nicht einschränken. Also ich kann trotzdem meine Miete bezahlen, ich kann mir trotzdem meinen Kühlschrank füllen. Wenn ihr wirklich auf langfristig in etwas investieren wollt, dann solltet ihr euch schon auch ein wenig mit der Materie beschäftigen, denn letztendlich kann man über all die Coins, deren Nutzen, deren Nicht-Nutzen, deren Umlaufmenge, sind sie beschränkt, sind sie unendlich verfügbar, sind sie nicht unendlich verfügbar, so diese grundlegenden Sachen kann man sicher auch einfach schlau lesen. Denn wenn ihr auf Langzeit investieren wollt in eine Kryptowährung, unabhängig davon, ob wir jetzt darüber diskutieren, ob Krypto Zukunft hat oder nicht, da gehen wir später nochmal drauf ein. Sollte man sich vielleicht auch die Zeit nehmen, sich vorher vielleicht nochmal eine Stunde mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe es genau auch falsch gemacht. Ich habe am Anfang, als ich investiert habe, auch in Sachen investiert, von denen ich keine Ahnung hatte, einfach auf gut Glück und habe mich später erst informiert. Der Unterschied ist, hätte ich das Geld zu dem Zeitpunkt verloren, hätte es natürlich wehgetan, aber ich hätte trotzdem meine Rechnung bezahlen können und habe dadurch nicht mein ganzes Erspartes aufgebraucht. Viele von euch investieren aber ihr letztes Hab und Gut in eine Kryptowährung oder auch in Aktien und hoffen darauf, dass sie in 2 Wochen Millionäre sind. Also jeder hofft momentan, Millionär zu werden. Warum lieber Krypto als Aktien? Also bei mir ist es so, dass ich mich einfach mit dem Thema Krypto viel, viel mehr auseinandergesetzt habe, jetzt auch in den letzten Wochen. Ich Krypto an für sich einfach für mich als sehr spannend finde. Und wenn wir jetzt mal über die Zukunft im Allgemeinen über verschiedene Kryptowährungen reden, dann glaube ich schon, dass da auch irgendwo eine gewisse Zukunft sein könnte. 100 € sind kein Investment, vielleicht ein Abendessen. Ja, Bruder, also so ein Spruch zu bringen, zeigt mir halt, dass du geistig gerade nicht in der Situation bist, hier an dem Gespräch teilzunehmen. Ich habe es eben anfangs schon gesagt. Wenn es dir gut geht, Bruder, und für dich 100 € ein Abendessen sind, dann gönne ich dir das vom Herzen. Aber du solltest niemals sowas schreiben, weil sowas ist einfach nur abgehoben. Wenn du es aus Scherz schreibst und dahinter einen Kapper machst, okay. Aber Bruder, für viele, die jetzt hier gerade zuschauen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, für viele sind 100 € sehr, sehr viel Geld. Das ist den Kühlschrank für 1,5 Wochen voll machen, Digga. 100 €, auch wenn es mir immer noch auch schwer fällt, denn ich verdiene gutes Geld,
100 Euro ist immer noch sehr, sehr viel Geld für viele Leute da draußen. Und nur weil es für dich ein Abendessen ist, heißt es aber nicht im Umkehrschluss, dass es für alle anderen ein Abendessen ist. Und auch mit 100 Euro, egal in was du investierst, kannst du investieren und vielleicht Geld verlieren, vielleicht Geld gewinnen. Aber letztendlich, Brudi, sei mir nicht sauer, ist doch scheißegal, ob du 50 Euro investierst, 100 Euro oder 2000 Euro. Letztendlich investierst du in etwas und hoffst natürlich im Idealfall, dass du einen Mehrwert, einen Gewinn draus hast. Also hast du in etwas investiert. Da spielt die Summe gar keine Rolle, Digga. Also ich rede jetzt sehr, sehr verallgemeinert. Für mich ist Krypto die Zukunft, denn es ermöglicht jedem Einzelnen, der ein Handy hat, und das hat heutzutage gefühlt jeder, ohne ein Bankkonto etc., schnelle Geldtransaktionen zu tätigen, egal ob in Deutschland oder in Afrika. Gerade Länder, die vielleicht wirtschaftlich oder moderne Sachen angeht, noch nicht so auf der Höhe sind wie ein Land wie Deutschland. Es ermöglicht trotzdem sehr, sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt schnelle und unkomplizierte Transaktionen zu machen, zu tätigen, mit einer sehr geringen Gebühr, was innerhalb von einer Sekunde gefühlt erledigt ist. Problem ist halt zum Beispiel bei Bitcoin der Stromverbrauch, der CO2-Ausstoß etc. Ja, Bruder, das ist natürlich auch eine Thematik und Problematik, die mir bekannt ist. Ich bin da jetzt nicht auf dem Laufenden, wie jetzt genau, wie schlimm das ist. Ich glaube, das ist jetzt kein Thema, wo wir drüber reden sollten. Fun the Mentalist schreibt 50 Fragezeichen und dann schreibt er PayPal dahinter. PayPal ist mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, schnelle Geldtransaktionen zu tätigen. Aber sobald wir über höhere Beträge reden und man das nicht unbedingt von Freund zu Freund sendet, fallen hohe PayPal-Gebühren an. Ich glaube, jeder von euch kennt das auch. Sobald man auf einmal kriegt man irgendwie einen Tausender oder 2000 oder 5000 bei PayPal auf sein Konto überwiesen und dann wird dein Konto erstmal eingefroren, dann musst du 10 Millionen Jahre nachweisen, woher das kommt, dein Geld wird eingefroren. Das hast du im Grunde bei Kryptoüberweisung nicht. Und ich glaube sogar für PayPal, wenn mich nicht alles täuscht, Digga, musst du irgendein Konto hinterlegen, sei es jetzt eine Kreditkarte oder ein Girokonto. Ich möchte jetzt hier im Livestream-Chat nicht über einzelne Kryptowährungen reden, denn dann wäre es ja genau das, also wenn ich jetzt sage, ja, die Währung, die Währung, die Währung, das kann man separat nochmal machen. Ich denke schon, dass Krypto auf jeden Fall eine gewisse oder eine vielversprechende Zukunft hat. Wie sich das dann alles gestaltet und wie das funktioniert und das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich persönlich für mich finde dieses Thema hochinteressant, das will ich mal so sagen. Ich bin halt auch irgendwo ein gewisser Spieler und riskiere auch mal ganz gerne was man natürlich auch, wenn man Geld in Kryptowährungen investiert, macht. Ja, dein Geld kannst du verdoppeln, du kannst aber auch viel Geld verlieren, das ist natürlich klar. Solltet ihr für euch entscheiden, in etwas zu investieren, dann nicht, weil irgendein möchte gern TikTok-Influencer behauptet, das ist die Währung, die in 2 Monaten sich vertausendfacht. Und am Ende ist es ja auch leider aktuell so, das dürft ihr nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Krypto beispielsweise sehr interessant für viele Menschen ist, warum viele Leute in Immobilien investieren oder auch zum Beispiel in Schmuck, egal ob Uhren, Gold, sagen wir einmal mal verallgemeinert Schmuck. Wenn du 100.000 Euro Cash im Bankschließfach liegen hast oder bei dir unterm Kopfkissen, dann ist es ein Fakt, und das kann man auch nicht leugnen etc., dann ist es einfach faktisch so, wenn du dieses Geld ein Jahr liegen hast, dass es prozentual ungefähr 2% an Wert verliert. Das heißt, dieses Geld wird am Ende zwar immer noch denselben Wert haben, aber du wirst weniger damit bekommen. Deswegen sage ich euch auch ganz ehrlich, ich habe gerade am Anfang, als ich YouTube gemacht habe und Instagram und Twitch, habe ich auch sehr gerne Bargeld beiseite gelegt und ins Bankschließfach getan. Mittlerweile habe ich so gut wie gar kein Bargeld mehr, weil ich mir am Ende des Tages einfach denke, ist ja schön und gut, dass ich Bargeld liegen habe, aber Bruder, es macht faktisch einfach, wenn es nur rumliegt, Verlust. Was habe ich davon? Was bringt mir das, Digga? Klar, nur Bares ist Wahres, sagt man ja auch so. Ist Bargeld auch immer noch sehr wichtig irgendwo, aber ich bin mal gespannt, wo das in den nächsten Jahren hingeht. Und du wirst ja im Grunde auch nicht dafür belohnt, wenn du Bargeld beiseite legst, auf dein Konto tust. Früher haben sie dir das Arschloch geküsst, wenn du viel Geld auf deinem Bankkonto hattest. Jetzt wirst du vom Vaterstaat bestraft mit Negativzinssatz, mit Negativzinsen, Strafzinsen. Das musst du dir einfach mal vorstellen, Digga. Du wärst dafür bestraft, wenn du, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, ich glaube, wenn du mehr als 500.000 auf deinem Konto hast, dann musst du Strafzinsen
Zinsen zahlen. Ist ja, die Summe ist scheiß drauf, ob es 100k sind oder 200k. Aber das musst du dir einfach mal überlegen. Du hortest viel Geld auf der Bank und musst am Ende dafür Strafzinsen zahlen. Die Negativzinsen kommen nicht vom Staat, sondern von der EZB. Bruder, mir ist es egal, von wem das kommt. Für mich sind es alles Punkt. Ganz einfache Sache, Digga.